Ich bin unterwegs hier in Wambronn und zwar suchen wir für das Leo-Magazin Räume, in denen wir unser Studio anrichten können, weil wir das Leo-Magazin Studio brauchen. Die Stadt hat natürlich keine Räume für uns. Na klar. Deswegen suchen wir verschiedene Jugendeinrichtungen ab. Also am besten eignen sich dafür natürlich die Jugendhäuser. Und deswegen bin ich jetzt hier in Wambronn und check mal aus, was es hier für coole Orte gibt. Das ist das Tonstudio. Hier kann man richtig gut Sachen aufnehmen. Da drüben ist ein extra Raum, der mit der Tür abgeschlossen ist. Da drin gibt es ein richtig gutes Mikrofon. Ist dann der Raum, wo alles aufgezeichnet wird und gemixt wird. Hier gibt es Computer, leistungsstark, mit dem man auch Videoschnitt betreiben kann. Also sehr geil. Das hier ist der Bandproberaum. Hier proben jeden Tag mindestens eine Band, am Wochenende auch mal gerne zwei. Hier gibt es eben Schlagzeug, verschiedene Boxen, Mikrofon an der Decke, also alles, was man braucht, um hier gut zu proben mit seiner Band und vielleicht nebenan im Tonstudio die Musik dann aufzunehmen danach. Das hinter mir ist der Hauptproberaum. Der Hauptraum hier sind eben alle versammelt und wenn eine Party ist, Halloween-Party, was weiß ich, was hier für Sachen gibt, richtig cool auf jeden Fall. Und hier können eben alle auf einer Bühne tanzen oder singen oder einfach hier chillen auf den Sofas oder man kann natürlich auch Tischtennis spielen. Tischkicker spielen oder einfach nur chillen. Oder können einfach hier in der Werkstatt alles Mögliche machen. Hier gibt Sägen, Bohrer, nicht nur die Sachen, die zu Hause hat, sondern wirklich richtige Sägen. Und ich muss sagen, das finde ich ziemlich cool, weil nicht jeder zu Hause einen Platz für eine Werkstatt. Und wenn er das hat, hat er glaube ich garantiert nicht solche coolen Sachen hier. Also auf jeden Fall eine Sache, für die sich lohnt, hierher zu kommen. Hier ist außerdem die Möglichkeit, hier an 4 Computern ins Internet zu gehen und naja, alles zu machen, was man im Internet eben machen kann. Zum Beispiel auf youtube.leomagazin.com zu gehen. Hier ist auch eine Tonwerkstatt, das heißt, ihr könnt mit Tonwerkzeugen, wird alles zur Verfügung gestellt, mit dem könnt ihr dann Tonfiguren basteln oder was auch immer man mit Ton machen kann. Und das Ganze könnt ihr dann hier in diesem Tonofen-Dings backen. Heißt es backen? Ja. Brennen? Eins von beiden, wird schon sein. Und wenn ihr irgendwie ein Händchen für Technik habt, was ich definitiv nicht habe, dann könnt ihr nebenan in der Werkstatt an euren Autoschrauben, Motorrädern, was auch immer, also wer Interesse hat, auf jeden Fall was Cooles in der Werkstatt mit allen möglichen Sachen, Werkzeugen, um euer Auto oder was auch immer zu reparieren oder in Stand zu setzen. Das Jugendhaus Wambronn ist ein cooler Ort für Leute, die gern Musik mögen, also zum Beispiel auch selbst eine Band haben oder Leute, die einfach hier chillen wollen. Das eignet sich natürlich besonders gut für Wambronner. Trotzdem haben wir leider keinen passenden Raum fürs Leo-Magazin gefunden. Aber die Suche geht weiter.